Ποιος δεν ξέρει την πλατεία Συντάγματος. Είναι η καρδιά της Αθήνας και κατ' επέκταση η καρδιά της Ελλάδος. Περπατώντας την πλατεία Συντάγματος, ακούς γύρω σου όλες τις γλώσσες του κόσμου. Επειδή δεν υπάρχει ξένος από τα εκατομμύρια των ξένων που κατακτίζουν κάθε χρόνο σαν τουρίστες στην Ελλάδα, που να μην έχει περάσει από την πλατεία Συντάγματος, την Syntagma Square, όπως τη λένε. Σαν περαστικοί και μικροπολιτές στο άκουσμα του πυροβολισμού λίγο πριν τις 9 το πρωί στο κέντρο της πρωτεύουσας, στο Σύνταγμα. Ο ηλικιωμένος άνδρας στεκόταν σε παρτέρι κοντά στο κέντρο της πλατείας και όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, καλύφθηκε πίσω από ένα χοντρό κορμό δέντρου, ακούμπησε το πιστόλι στον κρόταφό του και αυτοπυροβολήθηκε. Ich erhielt eine SMS von meinem Vater kurz vor der Tat. Darin stand lediglich Ende. Ich versuchte sofort, ihn anzurufen, aber sein Handy war aus und bei ihm zu Hause antwortete auch niemand. Mit einigen Freunden liefen wir zu seinem Haus in Ambilokipi. Wir gingen rein, aber niemand war da. Wir fanden nur zwei Abschiedsbriefe. Δεν υπήρχαν στο σπίτι, παρά υπήρχαν δύο ιδιόχειρα σημειώματα. Dimitris schrieb: Unsere Unterdrückerregierung hat meine Überlebenschancen vernichtet. Sie beruhten auf einer anständigen Rente, in die ich ohne staatliche Hilfe 35 Jahre eingezahlt habe. Ich bin zu alt, um zu kämpfen, obwohl ich überlegt habe, zu Kalaschnikow zu greifen. Aber ich finde keine andere Lösung, als mir ein würdevolles Ende zu setzen. Bevor ich beginnen muss, Lebensmittel im Müll zu suchen. Ich glaube, dass unsere zukunftslose Jugend eines Tages zu den Waffen greift und die Vaterlandsverräter auf dem Syntagma-Platz aufhängt. So wie die Italiener Mussolini 1945 auf dem Piazzale Loreto in Mailand. Dimitris war eines der ersten Opfer der Wirtschaftskrise. Mein Vater wurde 1935 in Karditsa geboren. Als Kind erlebte er die Zeit des griechischen Widerstandes gegen die deutsche Besatzung. Der Widerstand in Karditsa war sehr ruhmvoll. Er lebte von diesen Erinnerungen. Deshalb war er selbst noch mit 77 voller Elan. Bis zum Schluss. Ich glaube, er war verzweifelt wegen der politischen Lage Griechenlands und angesichts einer völlig trägen Gesellschaft. Diese Trägheit war für ihn unbegreiflich. Για να θρέψουν το βάτο της συνείδησης, για να γιατρέψουν την άπνοια της.
μείωση στις συντάξεις από 700 ευρώ και πάνω από 2 έως και 15%. Αυξάνονται 10% τα τέλη κυκλοφορίας κατά μέσο όρο. Το μισό έπεσε η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων την τελευταία διετία μετά τις αλλεπάλληλες περιπτώσεις των συντάξεων. Και βέβαια έχει φορά στα μεγάλα αυτοκίνητα αλλά και στα ακίνητα. Κατάργηση φόρων παραγών μεγάλων ψαλίων. Την τελευταία διετία η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί κατά 50%. Πώληση για 35.000 δημοσίους υπαλλήλους από το 2013. Κλείσιμο της εκπονεύσης και περίπου 20 φορές στα δημοσίου. Wie soll eine Familie von 100 Euro leben? Müssen wir uns gegenseitig helfen und Tüten mit Lebensmitteln bringen? Haben sie uns zu Bettlern gemacht in unserem eigenen Haus, unserem Staat, diese Bestien, diese Drecksäcke? Θα είναι το πιο άδικο φορολογικό νομοσχέδιο που έχει περάσει ποτέ στην ιστορία της οικονομίας. Θα στερείται πλήρως κοινωνικού χαρακτήρα. Das ist das Schlimmste, was wir je erlebt haben. Eine Krise ist ja in Ordnung. Es ist okay, für einen Monat oder eine Woche arbeitslos zu sein. Aber wir haben seit Jahren nicht gearbeitet. Sind wir etwa behindert? Dürfen wir deshalb nicht arbeiten? Und die Familie? Die hat sich aufgelöst. Ohne Arbeit brechen Familien auseinander. Als Kind bekam ich Lebensmittelrationen. Milchpulver, ein Stück Käse und zwei Scheiben Brot. Damit wir in der Nachkriegszeit überleben konnten. Und jetzt, 60 Jahre später, machen wir das Gleiche durch. Es wird immer schlimmer. Jesus Christus. Ich bin seit 30 Jahren Lehrerin und hätte nie gedacht, so etwas zu erleben. Ich hätte nie geglaubt, dass ich mich auf diese Weise um die Kinder kümmern muss. Seit es an unserer Schule das Lebensmittelprogramm für 22 Kinder gibt, bekommt auch meine Familie Hilfe. So haben wir das Gefühl, dass wenigstens irgendeiner an uns denkt. Ich möchte, dass der Staat an mich denkt und mich unterstützt als Mutter einer großen Familie. Ich möchte, dass der Staat uns als Bürger sieht, nicht als Nummern. Wir sind keine Nummern, wir sind Menschen. Jesus Christus. Und wer ist schuld? Papandreou. Es ist schlimmer geworden. Der dreckige Papandreou, nicht wahr? Mit meinen eigenen Ohren habe ich ihn 2010 sagen hören, es gibt Geld. Meine Freunde, es gibt Geld.
Hunderte von Milliarden und Billionen hat man ganz schnell für die Banken aufgetrieben. Und wir wissen, dass auch Geld für die Bürger da ist, wenn der politische Wille vorhanden ist. Und wir, die sozialistische PASOK-Partei, besitzen diesen Willen. Die globale Finanzkrise hatte Griechenland bereits erfasst. Es gab kein Geld. Aber unter dem Eindruck des ökonomischen Niedergangs belohnten die Wähler die PASOK für ihre Wahlversprechen, im Glauben, dass auch sie etwas profitieren würden. Sie wählten 2009 Georgios Papandreou mit 43,92% der Stimmen zu Griechenlands neuem Premierminister. Georgios Papandreou wurde lange vor den Wahlen vom Präsidenten der Bank von Griechenland über den dramatischen Zustand der öffentlichen Haushalte informiert. Ergebnis von langjährigem Missmanagement, Geldverschwendung, Steuerflucht und einem Klientelstaatssystem. Resultierend aus der Politik der beiden großen Parteien PASOK und Nea Demokratia, die sich jahrzehntelang an der Macht abwechselten. Ein oder zwei Tage später hatte ich mein erstes offizielles Treffen mit dem Präsidenten der Bank von Griechenland, Herrn Provopoulos. Er sagte, das Staatsdefizit würde bei 12% oder mehr liegen. Auf der anderen Seite des Atlantiks erhält der Ökonom Richard Parker einen Anruf von einem alten Freund. Der griechische Premier bittet um Hilfe. Nach seiner Wahl rief er mich an und fragte, wärest du bereit, rüberzukommen und als informeller ökonomischer Berater zu dienen? Er sagte, es gibt Hinweise, dass das Defizit schlimmer ist, als wir dachten. Wir wissen noch nicht, wie viel schlimmer. Papa Konstantinou versucht gerade herauszufinden, was los ist. Ich sagte zu. Hinter den verschlossenen Türen des Finanzministeriums finden informelle Treffen statt. Und so setzt sich langsam ein Bild zusammen. Am 20. Oktober gehe ich zur Eurogruppe und eröffne ihnen, dass wir mit einem Staatsdefizit von 12,5% rechnen. Die verblüfften Finanzminister und EU-Beamten werden vom neuen griechischen Finanzminister informiert, dass das Defizit nicht 6% beträgt, wie die vorherige Regierung verkündet hatte, sondern mehr als doppelt so hoch ist. Ich würde sagen, das war absolut außerordentlich. Und genau der Moment, in dem wir realisierten, dass Griechenland nicht vertrauenswürdig war. Und das konnten wir uns vorher nicht vorstellen. Vorher dachten wir alle, dass wir den Zahlen trauen können. Das Spiel ist aus. Wir brauchen seriöse Zahlen. Die Reaktion war so heftig, weil die Eurogruppe merkte, dass sie ihren Job besser hätte machen müssen. Genauso wie Eurostat. Also hatten Sie all die Jahre nichts bemerkt? Wie Sie wissen, die Befugnis, das zu überprüfen, nicht auf der Basis von Akten, sondern vor Ort, die kam erst danach. Vorher war es unmöglich. Und einer der Gründe dafür war, dass vor allem die großen Länder in Europa nicht wollten, dass die Kommission und Eurostat zu tiefen Einblick in ihre Zahlen nehmen können. Die Märkte hatten die Botschaft erhalten. Griechenland war nicht vertrauenswürdig. Die Kosten für Kreditaufnahme schießen in den Himmel. Die Quellen, aus denen günstige Kredite flossen, versiegen.
Die griechische Ökonomie gerät in die Schusslinie und das bringt die gesamte Eurozone in Gefahr. Ich hatte ein normales Leben. Ich kam über die Runden. Hatte einen Alltag. Die Firma machte zu und ich war arbeitslos. Plötzlich war alles weg. Es blieb nichts übrig. Ich habe mich oft beworben. Wenn ich sage, dass ich 62 bin, wird automatisch aufgelegt. Glauben Sie, dass Menschen meines Alters unproduktiv sind? Warum drängen Sie uns aus dem Leben? Von nun an ist es ein Wettlauf gegen die Uhr. Schon bald, im Mai 2010, muss Griechenland eine Schuld von 8 Milliarden Euro begleichen. Das Land hat dieses Geld nicht. Und ohne Zugang zu Krediten ist das Risiko des Bankrotts in Reichweite. Trotzdem scheint niemand richtig den Ernst der Lage zu begreifen. Noch im Dezember 2009 erklärt der griechische Premierminister, dass er seine Wahlversprechen halten muss. Viele fragen sich, ob wir unseren politischen Kurs ändern. Im Gegenteil. Ich lese häufig Analysen und oft auch unakzeptable, fast panische Berichte von Umkehrmaßnahmen. Diese sind aber weder geplant, noch werden wir sie ergreifen. Die neue Regierung hätte entschlossen handeln müssen. Anstatt strikte Maßnahmen ohne Tabus zu ergreifen, zögerte sie. Warum? Weil sie versprochen hatte, dass genug Geld vorhanden sei. Wir konnten nicht schneller handeln. Wir hatten weder alle Daten noch ein vollständiges Bild. Wir konnten einen rasenden Zug nicht einfach stoppen. Man braucht etwas Zeit, um die Hebel umzulegen. Griechenland machte weiter, als ob nichts geschehen sei. Keiner wollte die Risiken sehen. Das Gleiche spielte sich auch auf europäischer Ebene ab. Die Märkte hatten Blut geleckt. Sie beobachteten monatelang eine Eurozone, die nicht vorhergesehen hatte, dass sie eine Feuerwehr braucht. Und dann sehr lahm reagierte, als eins ihrer Häuser brannte. Europa war der Herausforderung nicht gewachsen. Sie zeigten keine Flexibilität im Umgang mit einer ernsten Schuldenkrise. Wochen und Monate lang diskutierten sie darüber, ob man Griechenland helfen und einen Eurozonenschutzmechanismus einführen sollte. Wir verloren wertvolle Zeit und schlitterten weiter, mit dem Ergebnis, dass Griechenland aus den Märkten geworfen wurde. In der Krise wurde es deutlich, ja greifbar, dass das Gefühl, wir lösen gemeinsam unsere Probleme, ersetzt wurde durch, jeder muss seine Probleme selbst lösen. Es gab diese eigenartige Situation, in der Merkel sich bemühte, eine Minderheitenregierung unter Kontrolle zu behalten und wegen anstehender Wahlen wenig Spielraum hatte. Sarkozys Popularität war bereits im Niedergang. Jeder zog sich auf seine eigene Position zurück und war sehr zurückhaltend mit Lösungsvorschlägen. Wenn man sich den Verlauf der Ereignisse anschaut, ist es richtig zu sagen, alle waren sehr langsam. Das ist absolut klar. Weil es ein völlig neues Universum war. Man muss sich daran erinnern, dass bis Ende 2009 Griechenland als so sicher wie Gold galt.
Griechenland galt als so gut wie Deutschland oder die USA. Wir befanden uns also vorher sehr unglücklicherweise in einem Universum der gütigen Vernachlässigung, nicht nur auf europäischer, sondern auf globaler Ebene. Not only at the European level, at a global level. Η Ελλάδα είναι πιθανό να χρειαστεί να προχωρήσει σε επιπλέον περιπτώσεις. Σύμφωνα με την Ελλάδα, συγκαταλέγεται μεταξύ των ακριβότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρόικα και την ανέβη των παθέντων των ελληνικών του επόμενου έτους από τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Έρχονται πολλοί Έλληνες και μαζεύουν πολύ για τα δεδομένα. Sammeln hier viele Griechen etwas auf? Es ist verrückt. Sie versuchen, mit Oliven satt zu werden. Kurz vor Marktschluss stehen schon die Leute bereit, um zu den Ständen zu stürmen. Am Ende bleibt nichts übrig. Wenn mich jemand um etwas bittet, weil er hungrig ist, werde ich ihm auf jeden Fall etwas geben. Sie griffen mein Dorf in der Nacht an und töteten meinen Vater. Dann vergewaltigten sie meine Schwester. Nur ich und mein Bruder flüchteten. Wir hatten nichts, um gegen sie zu kämpfen. Wir haben nichts. Die Bedingungen sind sehr schlecht. Manchmal essen wir 3 oder 4 Tage nichts. Niemand hat einen Job. In diesem Land ist es schwierig für uns. Wir wissen nicht, was wir tun können. Griechenland wurde ein 110 Milliarden Euro Kredit gewährt, der größte, den jemals ein Land erhielt. Die EU gab 80 Milliarden und der Internationale Währungsfonds 30. Es waren größtenteils Steuergelder, die, so das gängige Stereotyp, die faulen Griechen vor dem Bankrott bewahrten. Aber war es wirklich so? Nicht nur Griechenland stand auf dem Spiel, sondern das System.
Große deutsche und französische Banken waren durch die griechischen Schulden bloßgestellt. Wenn Griechenland untergehen würde, wäre das ganze europäische Finanzsystem auch in Gefahr. Frankly, Greece wasn't the problem. Offen gesagt, Griechenland war nicht das Problem. Es war niemals ein Problem. Seine Ökonomie ist winzig. Die Angst der nordeuropäischen Finanz- und Premierminister war, dass Griechenland eine genaue Prüfung der Vermögenswerte in den großen europäischen Banken nach sich zieht und eine Panik an den Kreditmärkten auslöst. Das war das Problem. Die europäischen Regierungen hatten zwei Möglichkeiten. Entweder ließen sie Griechenland pleite gehen mit unkalkulierbaren Folgen für die Weltwirtschaft, oder sie würden Griechenland finanziell am Leben halten, damit die Banken nicht kollabieren. Beide Optionen erforderten Steuergelder. Bei beiden Optionen ging es um die Banken. Warum müssen die Menschen in Europa die Banken retten? Weil sie zu groß zum Scheitern sind. Banken retten bedeutet auch, die Ersparnisse einfacher Bürger zu retten. Ja, wir retteten Kapitalisten, Spekulanten, aber auch einfache Bürger. Das ist die andere Seite der Medaille. Die Banken sind zu groß zum Scheitern. Betreffe das irgendeine Firma in irgendeinem Markt, hieße das, etwas stimmt nicht mit dem Markt. Die große Gefahr ist nun, die Banken könnten wieder falsch handeln, denn sie wissen ja nun, dass man sie raushaut. Ich meine, man hätte einige der großen Banken verstaatlichen sollen. Großbritannien hat das gemacht, auch die USA. Aber Europa inklusive Griechenland nicht. Warum verstaatlichen? Weil ich denke, man hätte den Anteilseignern der Banken Verluste aufbürden sollen und nicht einfach die Steuerzahler heranziehen, um die Banken zu rekapitalisieren. Und das geschieht die ganze Zeit über. Man verkauft es den Wählern als Rekapitalisierung, dass man die Schulden des eigenen demokratischen Staates bezahlt. Während tatsächlich Geld vom Internationalen Währungsfonds kommt, das dann auf einem Konto in Athen landet und direkt weiter zu den Gläubigern geht. Und die sind die Banken. Von 100 Euro, die der europäische Steuerzahler an Griechenland zahlte, flossen nur 1,80 Euro ins wirkliche Leben. Die übrigen 98,40 Euro gingen mit Zinsen an die Banken und andere Kreditgeber. Der hart arbeitende deutsche Steuerzahler garantiert dem griechischen Staat verbilligte Kredite, die dieser aber nicht für die Wiederbelebung seiner Wirtschaft benutzen darf. Die Kredite müssen den bankrotten Banken gegeben werden, die alles für sich behalten, was sie bekommen, denn sie sind ja pleite. So fließt das Geld nicht in den privaten Sektor für Investitionen und Konsum. Die finanzielle Kraft kommt also von den deutschen Steuerzahlern und endet in einem schwarzen Loch. Der Preis für den griechischen Steuerzahler hieß Austerität, also eine äußerst strenge Sparpolitik des Staates. Behind the austerity strategy. Hinter der Sparpolitik steckt auch eine Art moralische Strategie, die besagt, dass Menschen bestraft werden müssen. Und wenn es hart für sie ist, dann werden sie noch härter arbeiten. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist das Verhältnis von Banken, die mit Freude Geld an Regierungen verleihen, und Regierungen, die glücklich sind, auf diese Weise ihre Probleme zu lösen. Banken und Spitzenpolitiker hätten eine Lektion lernen müssen. Die einfachen Griechen, Italiener, Spanier oder Portugiesen arbeiten genauso hart, wenn nicht härter, wie Menschen überall anderswo.
than people everywhere else. Ich sagte zu Premier Papandreou, erinnern Sie die Deutschen daran, was die USA am Ende des Zweiten Weltkriegs getan haben. Und daran, was man nach dem Ersten Weltkrieg unterlassen hat. Und dann fragen Sie sie, was Griechenland und Europa durchmachen sollen. Ich persönlich hätte andere Lösungen bevorzugt, aber Politik, vor allem internationale, ist eine Frage der Macht. Sie werden fragen, warum haben wir ein Programm übernommen, von dem wir von vornherein wussten, dass es nicht funktionieren kann? Und warum wurde es genehmigt, wenn man doch wusste, dass die Regeln des Internationalen Währungsfonds es verbieten, einen unhaltbar verschuldeten Mitgliedstaat zu finanzieren? Nun, es gab anfangs einige optimistische Schätzungen. Die hatten aber keinen Realitätsbezug, sondern wurden nur angestellt, um das Programm beschließen zu können. Seit ich meinen Job und mein altes Leben verloren habe, habe ich mich nicht an Freunde oder Bekannte gewandt. Ich wollte das nicht. Es war meine persönliche Entscheidung. Die Gründe dafür behalte ich für mich. Mein Leben hat sich dramatisch verändert. Was mache ich? Wo gehe ich hin? Was bringt der nächste Morgen für mich? Diese Stunden sind unerträglich und kommen mir unendlich vor. Heute sind wir hier, aber wir wissen nicht, wo wir morgen sein werden. Wir sind zu Gast hier und müssen bald raus. Wo landen wir dann? Auf einer Bank? Auf der Straße? Widerstand hat seine Grenzen. Und Hunger ist ein schlechter Ratgeber. Ein Internetaufruf reichte aus, um den Syntagma-Platz zu überfluten. Die Spanier sind ebenfalls bereits auf der Straße. Der arabische Frühling ist im vollen Gange. Zum ersten Mal seit dem Sturz der Diktatur formiert sich eine ideologisch bunte und politisch unkontrollierte Bewegung, die den etablierten Parteien und den Mainstream-Medien Kopfschmerzen bereitet. Die Bewegung der Empörten. Sie ist die Koexistenz verschiedener Arten des Populismus, rechtem, linkem und extrem rechtem. Und sie alle besitzen eine gängige Form der Vereinfachung, Demagogie und falschen Versprechen. Dies sind klassische Motive im westlichen politischen Denken und in der neueren politischen Geschichte. Der Parlamentarismus entstand aus ähnlichen Vorgängen und jeder Versuch, die Demokratie zu vertiefen, hatte solche Formen von Massen, die in die politische Arena drängen. Es war ein bedeutendes Ereignis, das Bewusstsein formt und sich nicht auslöschen lässt. Es hatte keinen gewerkschaftlichen Charakter, sondern war ein Schrei. Wir sind auch vorhanden. Hey!
Der Syntagmaplatz wird Athens neue Versammlungsstätte, die neue Agora. Tagsüber und vor allem nachts diskutieren die Bürger, stimmen ab und treffen Entscheidungen. Wir werden die Einzigen sein, die zahlen. Unsere Gehälter, Renten, neue Kürzungen, alles in einem Teufelskreis ohne Ende. Ich bin 17 Jahre. Hier mitzumachen ist eine Lektion fürs Leben. Ich bin beeindruckt, dass täglich 100, 200 Menschen darauf warten, hier etwas zu sagen. Und sie lernen zuzuhören, was sehr wichtig ist. Denn bis jetzt haben wir alle geredet, aber niemand hat zugehört. Ich habe viele Leute gesehen, die eine obszöne Geste gegen das Parlament machten. Aber niemanden, der sie sich selbst zeigt. Das hat bei mir einen schlechten Eindruck hinterlassen. Auf dem Syntagma-Platz gab es den Versuch, politisches Handeln zurückzugewinnen. Die Menge auf dem Platz setzte sich mit den Problemen des Systems auseinander. Sie sagte sich, wir wählen alle 4 Jahre. Wir haben Abgeordnete, die wir nicht wiederwählen müssen. Aber die Gesetze, die sie machen, gelten für eine lange historische Periode. Wie kann ich da eingreifen? Ist das nicht ein institutionelles Vakuum? Wie kann man das ändern? Wie kann man das in eine Demokratie verwandeln? Viele reden von impulsiven Strömungen. Spontane Bewegungen sind wie Eisenspäne. Der erstbeste Magnet wird sie anziehen, ausrichten und befehligen. Denkt darüber nach. Wir wollen leben. Wir können die täglichen Angriffe nicht ertragen. Wir wissen, wer das Land in den Ruin getrieben hat. Deswegen müssen wir reagieren. Der Gesetzesentwurf, der heute im Parlament diskutiert wird, hat einen schönen Namen. Mittelfristiges Programm für Finanzstabilität. Eine neue endlose Liste von Steuern, die die Schwachen treffen. Und zum ersten Mal wird öffentliches Eigentum versteigert. Es gibt das weit verbreitete Gefühl, dass das Land nicht verhandelt hat, nur das tut, was die Kreditgeber diktieren. Dass es alles unterzeichnet. Alles hergibt. Griechenland hätte Lehman Brothers 2.0 werden und das gesamte europäische Finanzsystem sprengen können, nicht nur sein eigenes. Haben wir das als Druckmittel genutzt? Ich glaube nicht. Wir waren sehr beeinflusst durch den harten, strafenden Standpunkt der Deutschen. Und wir wollten es uns nicht mit unseren Partnerländern verderben. Das ist die gute Interpretation der Fakten. Die schlechte ist mangelnde Verhandlungsstärke und das Fehlen einer unnachgiebigen Haltung, um Griechenlands Interessen zu wahren. Die berühmte Debatte über unsere Verhandlungsposition. Wir waren absolut isoliert bei den Gesprächen am runden Tisch. Es gab keinen Spielraum. Wir waren allein.
Schuldest du einer Bank 10.000 Euro, hast du gar keine Verhandlungsposition. Schuldest du ihr aber 300 Milliarden, hast du eine gewaltige Verhandlungsposition. Unter einer Bedingung. Du musst bereit sein, Nein zu sagen. Bereit sein, nichts oder nur verspätet zu zahlen. Sehen Sie, die Logik, einen Sprengstoffgürtel umzulegen und Verwüstung anzurichten, hat ihre Grenzen. Denn man fliegt als Erster in die Luft. Wir wollten in Griechenland keine Szenen wie in Argentinien sehen. Polizei auf der Straße, Soldaten, die die Banken vor Menschen schützen, die ihr Geld wollen. Griechenland hat es geschafft, das zu vermeiden. Nicht genau. Die wütenden Zusammenstöße in diesen Tagen bestätigen die Kluft zwischen der Gesellschaft und denen, die gewählt waren, um ihr zu dienen. Ich glaube, dass man von Anfang an den griechischen Widerstand brechen wollte. Unbedingt. Um eine Botschaft an andere Länder zu senden. Egal wie hart ihr kämpft, wir drücken das durch. Während wir erste Hilfe leisteten, flehte ich die Polizisten an, uns in Ruhe zu lassen, weil wir Menschen mit Sauerstoff beatmeten. Ihre Antwort war Tränengas. Selbst im Krieg gibt es einen Waffenstillstand, damit die Sanitäter die Verletzten bergen können. Was ist das hier? Nach zweitägigen harten Zusammenstößen stürmt die Polizei den Platz. Der Gesetzentwurf mit den strengen Sparmaßnahmen wird im Parlament verabschiedet. Die Botschaft lautet: Flüchtet in eure Häuser. Zieht euch in Verzweiflung zurück. Das war eine der großen Tragödien, die diese Generation erleben musste. Die zu hoffen wagte, wenn sie Plätze besetzt, wird sie ihr Land verändern. Sein Stolz brachte ihn um. Er war ein stolzer Mann, kein Betrüger. Sie haben ihn zerstört. Diese Krawattenträger in den Banken. Unser Land ist bankrott wegen dieser Typen. Diese Schmarotzer.
Die Leute arbeiten, um diese Schmarotzer zu füttern. Diese goldenen Jungs. Golden Boy. Üben die Banken immer noch Druck aus? Sie ersticken uns. Sie fordern noch einen. Sie haben noch nicht genug Blut getrunken. Sie wollen noch mehr. Ist Ihr Haus in Gefahr? Ja, Sie sind wie Dracula. Mein Haus ist in Gefahr. Da ich unter dieser verhassten Bürde solcher sozialen Umstände nicht leben kann, habe ich bewusst entschieden, meinen biologischen Kreislauf zu beenden. Noch vor Jahresende haben fast 5.500 Menschen angerufen. Wir haben immer jemanden in der Leitung, der verzweifelt nach Hilfe sucht. Ich weiß, dass Griechenland mit den Suiziden aufhören, auf die Straße gehen und uns von euch befreien muss. Ich weiß, mein Suizid wird niemandem helfen, aber ich kann nicht mit dieser Schande leben. Ich hoffe, dass mein Blut zum Fluss wird, in dem ihr ertrinkt. Wäre ich allein, hätte ich mich wohl schon getötet. Ich habe oft daran gedacht, nur mein Kind hält mich davon ab. Es gibt keinen Grund, weiterzuleben. Oder kann mir einer einen anderen Grund nennen, außer den, für mein Kind da zu sein? Nur einen. Die ganze Zeit habe ich versucht, meine Tochter davor zu bewahren, das alles zu stark mitzubekommen. Wir gingen in Parks, spielten, sangen und noch jetzt versuche ich, die Welt, in der ich lebe, von ihr fernzuhalten. Ich möchte nicht, dass sie das auch durchmacht. Aber egal, was ich tue, alles läuft darauf hinaus, dass sie auch so leben wird. Selbst wenn ich sterbe, habe ich ein paar Jahre ein anständiges Leben gehabt. Was aber kann mein Kind dafür, dass es so leben soll? Ich lebe in einem täglichen Terrorzustand. Du sammelst das bisschen, was du besitzt, zusammen und läufst durch die Straßen, damit du nicht auffällst. Es kann jeden treffen. Eines Morgens wirst du aufwachen und realisieren, dass es kein Waschbecken gibt, um dein Gesicht zu waschen. Du wirst dir keinen Kaffee machen können und nicht einfach in Ruhe dastehen. Du wirst 6 Monate wie ein Verrückter umherziehen von Platz zu Platz und nicht wissen, wohin du gehst und was du tust. Du wirst keine Hilfe bekommen und wie ein Drogenabhängiger behandelt werden, wie Müll. Wir tragen unablässig das Kreuz des Märtyrertums. In wessen Namen tun wir das? Etwa um unserem Land zu schaden? Wir tun das, um das Land zu schützen, die nächsten Generationen, die Armen und Schwachen. Denn sie werden für die Zerstörung und den Ausstieg aus dem Euro bezahlen. Evangelos Venizelos, einer der Schlüsselpolitiker dieser Zeit,
Er ersetzt Yorgos Papakonstantinou im Finanzministerium und wird zum stellvertretenden Premierminister. Um schnell Staatseinnahmen zu bekommen, führt er eine neue, erpresserische Steuer ein. Jede Immobilie, die Elektrizität bezieht, egal ob Haus oder Scheune, ob leer oder noch im Bau, wird besteuert. Die Steuer ist in der Stromrechnung enthalten. Zahlt man sie nicht, wird der Strom abgestellt. Wir haben niemandem den Strom abgestellt. Recherchieren Sie und zeigen Sie mir ein Haus, dessen Strom gekappt wurde, weil die neue Immobiliensteuer nicht bezahlt wurde. Sie kamen und stellten den Strom ab. Ich muss 1.596 Euro zahlen. Mein Mann verdient weniger als 1.000 Euro. Soll ich das Geld für die Stromrechnung ausgeben? Was werden dann meine Kinder nächsten Monat essen? Selbst unsere Würde hat man uns genommen. Das Letzte, was wir noch hatten. Es war eine notwendige Maßnahme, weil die herkömmlichen Steuereinzugsmethoden ineffizient waren. Wir sprechen über ein Paket von 11,5 Milliarden Euro. Bei dieser angemessenen Maßnahme zahlt jeder je nach Wert seiner Immobilie. Das füllte die Staatskasse und ermöglichte uns das zweite Kreditabkommen. Aus Angst vor Bankrott und Ausstieg aus dem Euro konnten die Gläubiger alles durchsetzen. Selbst eine neue Regierung. So wie im Winter 2011, als Georgis Papandreou gezwungen wurde, zurückzutreten. Und der Oppositionsführer Andonis Samaras wurde überredet, seine Sicht zu ändern und entwickelte sich vom Feind des Memorandums zu einem Unterstützer. Die neue Koalitionsregierung hatte einen Technokraten zum Premierminister, einen Mann der Märkte. Den früheren Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank, Lukas Papademos. Es gibt eine politische Debatte, es gibt Wahlen, Regierungen stürzen, neue Regierungen kommen, es gibt einen Rechtsstaat. All das funktioniert. Aber das Zentrum der Energie und Dynamik dieses politischen Systems hat sich verschoben. Hin zu einer eher geheimen, engen Beziehung zwischen einer sehr mächtigen Wirtschaftselite und einer politischen Elite, die beide zunehmend von der Bevölkerung abgekoppelt sind. Die Regierung Papademos war eine besondere Zweckregierung. Ihre Mission war, die Sparmaßnahmen des zweiten Memorandums zu verabschieden. Das erachtete die EU als notwendig, nachdem das erste kläglich gescheitert war. Wenn die Maßnahmen im Parlament beschlossen würden, bekäme das Land zusätzlichen Kredit von 130 Milliarden Euro, um nicht pleite zu gehen. Die Mission war im Februar 2012 erfüllt. Athen stand wieder in Flammen und wurde von heftigen Demonstrationen erschüttert. Vorgezogene Parlamentswahlen wurden angesetzt, die ersten seit der Krise. Die europäischen Eliten unterstützten die Sparpolitik, die sie nicht nur Griechenland, sondern ganz Europa aufbürdeten. Sie meinten, dass dies der einzige Weg aus der Krise von 2008 sei und hatten dafür ein wissenschaftliches Argument, eine wissenschaftliche Basis, die unwiderstehlich erschien.
Anfang 2010, mitten in der globalen Wirtschaftskrise, veröffentlichten die Harvard-Ökonomen Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff ein kurzes Papier mit einer düsteren Botschaft. Es gäbe eine spezifische Schuldengrenze, eine fast magische Zahl. Wenn man diese überschreite, würde das Wirtschaftswachstum sterben. Diese Nummer war 90. 90% des Bruttosozialproduktes. Also finden Sie heraus, ganz plötzlich, wenn die Schulden die 90%-Barriere überschreiten, kollabiert das Wachstum. Untermauert durch eine weltweite Aufstellung aller verschuldeten Länder im 20. Jahrhundert, schlägt das Papier von Rogoff und Reinhart wie eine Bombe ein. Es war die wissenschaftliche Bestätigung für US-amerikanische und europäische Konservative, die glaubten, Staatsdefizite in Angriff zu nehmen, sei wichtiger als die Rezession zu bekämpfen. Es gab ein Publikum, das bereit war für die Botschaft, Sparpolitik sei die Lösung und öffentliche Verschuldung das Problem Nummer eins, nicht die furchtbare globale Rezession. Diese Studie hatte vielleicht den direktesten Einfluss auf eine öffentliche Debatte in der Geschichte der Wirtschaftswissenschaften. Nicht die Finanzmärkte, denen erlaubt war, ohne Kontrolle zu operieren, waren verantwortlich für die globale Finanzkrise, sondern die Schulden der Länder. Die Studie wurde zur Bibel für die Unterstützer der strikten Sparpolitik in den USA und in Europa. Und sie bestimmte den internationalen Weg der folgenden Jahre. Ich glaube, es gab eine Lobby der Sparpolitik, die sich die öffentlichen Schulden vornehmen wollte und die schlimme globale Rezession ignorierte. Das Reinhart und Rogoff-Papier diente zur intellektuellen Rechtfertigung. Es wurde schnellstens überall in Europa aufgegriffen. Ob Olli Rehn von der Europäischen Kommission, der britische Premierminister David Cameron oder sein Schatzkanzler George Osborne, alle zitierten es. Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff haben die 90%-Regel geprägt. Oder sollte ich sagen, die Regel des Daumens. Und man muss daran erinnern, dass die US-Ökonomen Rogoff und Reinhart vor kurzem in einer viel beachteten Untersuchung dargelegt haben. You're in the danger zone. Dass er bei einem bestimmten Verschuldungsgrad der öffentlichen Haushalte das Wirtschaftswachstum durch öffentliche Verschuldung nicht mehr gesteigert wird, sondern gedämpft wird. Your future economic prospects are diminished. This conclusion is, diese Schlussfolgerung ist besonders wichtig. Jetzt, wo die Schulden in Europa die 90%-Schwelle erreichen. Are now approaching the 90% threshold. Das etablierte politische Spektrum taumelte. Die beiden großen Parteien, die strenge Sparpolitik unterstützten, sackten ab. Diese historische Wende spülte Syriza hoch, eine Partei am linken Flügel, geführt von Alexis Tsipras. Sie wird 2012 erst zur Hauptopposition mit 27% der Stimmen. Und schließlich am 25. Januar 2015 bei vorgezogenen Neuwahlen stärkste Partei. Und verfehlt mit 36,4% sogar nur knapp die absolute Mehrheit. Unser Vorschlag entspricht dem, was die USA 1929 gemacht haben, um ihre Krise zu bewältigen. Und was man nach dem Zweiten Weltkrieg getan hat, um Deutschland zu unterstützen. Unsere Partnerländer sollten akzeptieren, dass eine gewählte Regierung in einem demokratischen Land der EU das Recht hat, Entscheidungen zu treffen. Und wir fordern, das Kreditabkommen noch einmal zu verhandeln. Unter tragfähigen Bedingungen für beide Seiten, für Griechenland und die Eurozone. That's it, I share your view entirely.
Ich teile Ihre Sicht völlig. Sie haben recht. Ich akzeptiere Sie als Präsident des Europäischen Parlaments. Aber wenn dann die Niederländer sagen, okay, wenn Sie das Memorandum ablehnen, zahlen wir nicht, dann ist das auch Demokratie. Unsere Waffe ist die Tatsache, dass wir ein Glied in der Kette sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Zerbricht ein Glied, zerfällt auch die Kette. Illegale Einwanderer, raus aus meinem Land. Wie wollen Sie das erreichen? Benutzen Sie Ihre Fantasie. Es war ein Schock. Zum ersten Mal erobert die Neonazi-Partei Goldene Morgenröte 18 Sitze im Parlament. Als sie sahen, dass sie 500.000 Stimmen bekamen, dachten sie, dass sie das Richtige tun. Die Menschen wählten uns, damit wir die Pakistanis zusammenschlagen, die Ausländer. Sie haben nicht irgendeinen Rechtsanwalt gewählt. Schnell wird klar, welche Art von Argument die Goldene Morgenröte in die Politik trägt. Ungestört und öffentlich führen Mitglieder der Goldenen Morgenröte illegale Aktionen durch. Sie trugen schwarz und hatten zwei Flaggen, eine griechische und eine mit einem Kreuz. Dasselbe Kreuz schnitten sie in meinen Rücken. Die Polizei tat nichts. Warum? Die Polizei verhaftet niemanden. Der Staat reagiert nicht. Der fremdenfeindliche Diskurs breitet sich aus. Der Gewinner der Wahlen, Andonis Samaras, und seine Nea Demokratia machen ausführlich davon Gebrauch, um Rechtsaußenwähler anzuziehen. Andonis Georgiadis war Gesundheitsminister in der Samaras-Regierung. Ein Verleger, der in seiner TV-Show patriotische, nationalistische und manchmal Rechtsaußengeschichtsbücher verkauft. Er ist wahrscheinlich der bezeichnendste Minister seiner Zeit. Die griechische Sprache ist sehr präzise. Im Little and Scots Wörterbuch heißt es, ein Rechter ist gut, verheißungsvoll und intelligent. Ein Linker unheilvoll, mürrisch und geizig. Das sage nicht ich, sondern die griechische Sprache. Ich bin ein Rechter, das habe ich nie versteckt. Ich zähle nicht zur Mitte oder Mitte rechts. Ich bin Rechter und stolz darauf. Genau das hat Georgiadis im Gesundheitssystem umgesetzt. Ein rein konservativ-neoliberales Modell, dem man wie eine religiöse Doktrin folgt, als angeblich einzigen Weg aus der Krise. Der Staat sollte keine Unternehmen gründen. Der Staat sollte nicht einmal einen Kiosk besitzen. Warum denn überhaupt öffentliche und nicht nur private Krankenhäuser? Weil sie keine Wirtschaftsunternehmen sind. Sie sind keine Lotterie. Krankenhäuser sollen die Schwachen schützen. Der Reiche kann überall hingehen.
Leider wurden die Schwachen aus dem öffentlichen Gesundheitssystem, das dramatisch schrumpfte, ausgeschlossen. Praxen, Hospitäler und Erste-Hilfe-Zentren wurden fusioniert oder machten zu. 3 Millionen Menschen hatten keinen Zugang zu Ärzten, Medikamenten und Untersuchungen. Der Grund waren Sparmaßnahmen. Patienten mit ernsthaften Gesundheitsproblemen, aber ohne Versicherung, sind vom Staat zu einem schleichenden, aber sicheren Tod verurteilt. Yorgos Vejas gründete die soziale Arztpraxis Eliniko, als eine junge Herzpatientin, die sich keine Medikamente leisten konnte, beinahe starb. Seitdem bietet er zusammen mit 115 Kollegen kostenlose ärztliche Hilfe für Bedürftige an. Ein 29-Jähriger hatte Leukämie. Seine Eltern und seine Großmutter baten um Medikamente, die 3.500 Euro im Monat kosten. Innerhalb weniger Stunden gab es eine spektakuläre gesellschaftliche Reaktion. Eine Dame unterbrach für 10 Tage ihre eigene Therapie und schickte 10 Tabletten für den jungen Mann ohne Rücksicht auf ihr eigenes Risiko. Eine andere Frau setzte sogar 20 Tage aus. Das war die eindrucksvollste, aufopferndste Solidaritätsaktion, die ich jemals gesehen habe. Was würde der Gesundheitsminister diesem jungen Patienten sagen, stünde er vor ihm? Wenn auch nur einer wegen mir sterben würde, wäre das eine große, die allerschwerste Bürde. Bisher ist das aber nicht geschehen. Aber jetzt sind schwierige Entscheidungen nötig. Sie haben 10 Menschen vor sich, die eine sehr teure Behandlung brauchen. Und Sie haben nur Geld für 7. Wie trifft man eine Entscheidung? Verstehen Sie, wie schwer man es als Gesundheitsminister hat? Nehmen Sie es nicht zu emotional. Es ist eine schwere Entscheidung. Man trocknet öffentliche Bildungs-, Gesundheits- und Wasserversorgungssysteme aus und sagt dann, Mist, nichts funktioniert, wir brauchen einen privaten Investor. Es wird zum Kreislauf. Einschnitte begründen Privatisierung. Und der öffentliche Sektor wird so zerstört, dass ihn niemand mehr verteidigen möchte. Diese Fotos zeigen das Tafelsilber Griechenlands. Sie schmücken die Flure der Agentur, die den Verwertungsfonds für das öffentliche Privatvermögen verwaltet. Ihr Präsident, der erfolgreiche Unternehmer Stelios Stavridis, erfüllt seine Mission mit Stolz. Was verkaufen Sie? Alles. Das gesamte Staatsvermögen. Von Flughäfen über Straßen, Gebäude, Felder, Grundstücke. Die Afandu-Gegend auf Rhodos oder Grundstücke auf Korfu. Afandu ist ein Strand. Ja, wo ist das Problem? Griechenlands größter Vorteil ist, neben dem Klima, seine Küste. Woher glauben Sie, soll das Geld kommen? Vom Tomatenzüchten? Reichtum kommt durch Wachstum. So geht es mit Staaten voran. Nicht indem sie Investitionen als schlecht betrachten und Angst vor einem Ausverkauf haben. Was bedeutet Ausverkauf? So etwas gibt es nicht. Natürlich gibt es den. Wo? Ausverkauf ist ein metaphysischer Begriff. Manche fragen, warum wir profitable Unternehmen verkaufen. Was meinen Sie damit? Wer kann vorhersagen, ob ein Unternehmen nicht noch viel profitabler sein könnte?
Ich blieb im Rotkreuz-Asyl bis Ende August. Am 3. September musste ich es verlassen und landete wieder auf der Straße. Ich suche einen Ort im Zentrum Athens auf, an dem ich mich sicher fühlen kann. Ich stehe um 5 Uhr morgens auf, steige in einen Bus und versuche auf diese Weise eine Stunde rumzubekommen. Die Heizung wärmt mich und mir gelingt es, so gut es eben geht, etwas zu schlafen. Ich nehme einen anderen Bus und bekomme so die Zeit bis etwa 10 Uhr morgens rum. Und dann versuche ich, etwas zu essen zu bekommen. Bürgermeister Kaminis sollte sich schämen. Der Abend kommt und dasselbe Spiel geht wieder von vorn los. Man schämt sich einfach und fragt sich, ich bin ganz unten. Wie tief soll es noch gehen? Es war am Abend des 18. September. Mein Bruder rief an und sagte, beeil dich, dein Sohn wurde erstochen. Έχει πλημμυρίσει. Συνεχώς ο μικρός Αλέξης μου θυμίζει πως η ελευθερία του λόγου ακριβά κοστίζει. Πάνε τα χρόνια που με λέγανε πατσούλα, τώρα έχω και τα βέλα. Τρομοκράτης με κουκούλα. Πάλι το μυαλό μου παρανοεί. Πως αφήσαμε την παρακμή τόσο να ξαπλωθεί. Όλο μας το είναι ένα πράγμα και μια σέρκοβα. Γαμώ τι μου γι' αυτό έφυγε ο Τζουλιάνι ρε στη Γένοβα. Κατά τα γέρο το βλέμμα του αετού. Με φυλάνε κάθε μέρα το μάτι του κακού. Είμαι το θέο σύμμαχος με υπερθεί να μην αυτό να Als wir die Zaldari-Straße überqueren wollten, sahen wir 7 Autos und 5 Scooter. Es waren etwa 40 Leute. Sie trugen Schlagstöcke und Knüppel und warteten auf uns. Με
Dann kommen 6 Polizeimotorräder, 12 Polizisten. Wir wollen gerade über die Straße und hören lauten Krach, Tumult und Drohungen und Flüche. Wir schauen uns an, ratlos, und Pavlos schickt uns weg. Es war seine Entscheidung. Pavlos wollte seine Freunde beschützen. Er stellte sich vor sie und er bezahlte dafür. Seine Freundin lief zu den Polizisten und flehte sie an, ihm zu helfen. Aber sie taten nichts. Ein Polizist sagte, sollen wir uns etwa mit diesen Stinkern anlegen? Plötzlich kommt das Auto von Rupakia von der anderen Seite. Er steigt aus und ich habe nicht gesehen, dass er etwas in der Hand hielt. Ich vermute Pavlos auch nicht. Und so erstach er Pavlos. Einfach so. Die Polizisten, die vor ihren Augen einen Mord zulassen, verhaften den Täter Georgios Rupakias, aber auch einige Freunde von Fissas. Was hat die Polizei getan? Wen hat sie in diesem Moment beschützt? Am Abend des Mordes bei einer Demonstration in Kerazini filmt eine Kamera eine Gruppe von Menschen. Sie stehen auf der Seite der Polizei und werfen Steine auf die Demonstranten. Die Polizei tut nichts. Die Menschen wachten wirklich auf. Sie sahen, diesmal haben sie einen Griechen umgelegt. Sie erstachen ihn, weil er standhaft blieb und nicht weglief. Er zeigte ihnen, dass es Menschen gibt, die sich nicht beugen. Wir sollten uns an eine seiner Zeilen erinnern. Wollt ihr uns alle töten? Kann ich mich nicht frei in meiner Nachbarschaft bewegen? Sie versuchen, einen Bürgerkrieg zu provozieren. Aber wir müssen friedlich bleiben, um nicht in diese Falle zu laufen und selbst zu Mördern zu werden. Zehn Tage nach dem Mord werden Nikos Michaloliakos und weitere Abgeordnete der Goldenen Morgenröte verhaftet und wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Die Beweise, die ans Licht kommen, sind vernichtend. Sie zeigen, wie effektiv die Justiz sein kann, wenn sie will. Aber sie werfen auch die Frage auf, warum sie nicht früher eingeschritten ist. Thank you.
θέλεις, έχει υπερήμουν ξεκαθαρίσει από τον Ιούνιο το πρωτοτέθηκε. Δηλαδή, να μην χρειάζεται η υπογραφή του υπουργού σε απολύσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες πάνω από 100 μέρες διαδικασμένους. Δεν κινείται μια απολύση του συγκεκριμένου πλάνου προελευθύνσεων. Αλλά και θα μας δώσουν. Nach opferreichen Jahren, die die Schwachen verarmen ließen, den Sozialstaat zerstörte, die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößerte und Faschismus nährte, werden die Schulden nicht weniger, sondern steigen weiter. Das sind die Folgen des Medikaments, das man dem Patienten gab, um seine riesigen Defizite zu behandeln. Die Studie von Rogoff und Reinhardt hatte verkündet, man dürfe die Schuldengrenze von 90% des Bruttosozialproduktes nicht überschreiten. Sonst sterbe das Wachstum. Das diente der Polit- und Finanzelite als Rechtfertigung, um die Sparpolitik auf ganz Europa auszuweiten. Beeindruckt wegen seiner enormen Resonanz, bereitet Thomas Herndon eine Doktorarbeit vor, die auf dem Rogoff- und Reinhardt-Papier basiert. Ein ganzes Semester lang habe ich versucht, von Grund auf ihre Analyse nachzuvollziehen. Dazu nahm ich öffentlich zugängliche Daten und einige von ihrer Website. Aber es gelang mir nicht. Jeder, mich eingeschlossen, dachte anfangs, dass ich irgendwo einen Fehler mache. Nach dem Semester, als wir uns ziemlich sicher waren, dass ich keinen Fehler gemacht hatte, schickte ich den Professoren Reinhardt und Rogoff eine E-Mail. Darin bat ich sie höflich darum, mir ihre Daten zu schicken. Professor Reinhardt war freundlich genug, Thomas die Daten der Untersuchung in einer Excel-Tabelle zu schicken. Aber da gab es ein Problem. Fünf Länder tauchten nicht in der Tabelle auf. Das fiel mir sofort als erstes auf. Ehrlich gesagt, ich war etwas müde und traute meinen Augen nicht. Das war ein großer Schock. Durch einen einfachen Fehler in der Excel-Tabelle hatten Reinhardt und Rogoff fünf Länder ausgelassen, die mit den Buchstaben A bis D beginnen, dem Anfang des Alphabets. Also, da wir jetzt ihre Daten hatten, führten wir eine ganze Reihe von statistischen Tests durch, waren aber nicht in der Lage, eine Schwelle zu finden, an der Wirtschaftswachstum kollabiert. Es gibt keine 90%-Schwelle, keine Gefahrenzone für Länder. Und mitten in einer Rezession ist es falsch, eine Sparpolitik zu starten. In so einem Moment muss man sich um das Wachstum des Bruttosozialproduktes sorgen und nicht an öffentlichen Schulden herumdrehen wegen einer nicht vorhandenen Schwelle. Griechenland ist nur Teil eines größeren Sparprogramms, das man dummer und fälschlicherweise dem gesamten europäischen Kontinent auferlegt hat. Aber man hat es getan. Und wir wissen, wenn man strenge Ausgabenkürzungen beschließt, aber letztlich keinen vernünftigen Schuldenschnitt anbietet, dann schleppt sich die Rezession ewig weiter. Das wissen wir schon sehr, sehr lange. Ein wenig ist giftig und mehr ist tödlich. Zieht man harte Sparprogramme mitten in einer Rezession durch, ist eine Verschärfung der Krise sehr wahrscheinlich. Wir hatten 2008 eine sehr ernste Krise und haben sie viel, viel schlimmer gemacht. Immer mehr Leute, selbst unter denen, die dieses System installiert haben, verstehen nun, dass das die falsche Richtung ist. Das ist spät, nach den ganzen Opfern, die die Bürger in Griechenland und in anderen Ländern gebracht haben. Aber besser spät als nie. But better too late than never. No, I would say again,
Ich sage weiterhin, man sollte sich auf die Fehler konzentrieren, die vor der Krise gemacht wurden. Der Staat funktionierte so schlecht, dass er 16% mehr ausgab, als er einnahm. Das ist falsch, nicht akzeptabel und sollte nicht wiederholt werden. So einer Situation muss man vorbeugen. Und der Preis, den man in so einer Situation zahlt, ist enorm. Man merkt es nicht, wenn man in der Blase steckt. Es ist eine schöne Blase, man ist sehr glücklich, man gibt 16% mehr aus. Aber danach musst du zahlen. Η Τρόικα πιέζει επιτακτικά για απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων, αλλαγή του νόμου για τις απεργίες, 6.500 απολύσεις φέτος στο δημόσιο. Europäische Eliten wollen die Neuausrichtung des Gesellschaftsvertrages. Das hat wirklich wenig mit öffentlicher Verschuldung oder selbst der Krise von 2008 zu tun. Wenn die Troika etwa von Portugal verlangt, seine Arbeitsgesetze zu ändern, ist das ein sehr machtvoller Eingriff in den Gesellschaftsvertrag. Es ist eine beständige Ironie, dass Europa und Nordamerika den Entwicklungsländern eine Politik aufgezwungen haben, die für sie selbst nicht galt. Aber jetzt ist die Doktrin der Schockstrategie zu Hause angekommen, dort, wo sie entstanden ist. Das Projekt ist eine Freiheitsbewegung für das Kapital. Man will alles loswerden, was maximalem Profit im Weg steht. Also wer hat noch was herzugeben? Die Wohlfahrtsstaaten in Europa. Und als nächstes ist Deutschland dran. Glauben Sie, dass Sie immun sind? Nein, Sie werden sich Deutschland vornehmen, wenn Sie mit Südeuropa fertig sind. Auch Frankreich ist dran. Keiner ist dagegen immun. Τους λατρεμένους ως το λίγνο της σοφίας.